Ja, herzlich willkommen zu einem weiteren Video und guten Morgen. Weihnachten steht vor der Tür und du brauchst noch ein schnelles Geschenk, dann habe ich hier die super Idee für dich. Das meiste, wenn du regelmäßig bei mir reinguckst, wirst du die Sachen eh schon haben. Also nimm einfach ältere Zeichnungen, einen Rahmen, eine Schere und es kann losgehen. Ja, für die, die mich noch nicht kennen, ich bin Karin, hochsensibel und hochsensitiv und auf meinem Kanal geht es um intuitives Malen für mehr Leichtigkeit. Also wie gesagt, nimm ältere Zeichnungen, du kannst natürlich oder du jederzeit auch ein Bild extra malen, auch da die Möglichkeit besteht. Ich habe jetzt einfach mal hier ältere Zeichnungen verwendet und dann suche ich mir ja irgendwie so ein Ausschnitt aus. Und lass dir ruhig da ein bisschen Zeit bei. Hier entdecke ich zum Beispiel eine Blume im Bild. Hatte ich vorher noch gar nicht entdeckt. Und dann probiere ich einfach mal aus. Ausschnitte, was könnte passen. Oder ich zeichne manchmal auch noch ein bisschen nach, so wie jetzt gleich. Wenn ich irgendwie eine Form entdecke oder mit Farben, du kannst auch mit Farben noch nachgestalten. Und manchmal passt es auch nicht, also dann lasse ich sie. Es gibt Zeichnungen, wie jetzt hier, wo ich mir denke, nee, die lasse ich. Also entscheide aus dem Bauch heraus, intuitiv. Ah ja, hier ist eine Empfehlung. Heb die Reste auf, weil die können wir sehr gut verwenden für Affirmationen, wenn wir Affirmationen schreiben. Also du siehst, es ist wirklich simple, easy, schnell, also innerhalb von 10, 15 Minuten. Und du kannst auch gerne auf das Passepartout noch was schreiben. Du kannst auch in dem Bild eine schöne Nachricht hinterlassen. Sei kreativ. Und denk nicht zu viel nach. Es kommt von Herzen. Es ist ein Geschenk, was wirklich von Herzen kommt. Ja, und hier ist ein Geschenk. Das habe ich dann, das bleibt hier sogar im Atelier. Das gefällt uns beiden, mir und Karl, so gut, dass wir es behalten.